willkommen zu einem neuen Follow Me Around. Ich bin auf Rodos und bin hier im TUI Magic Club live und ja, so schön. Überall weiße Häuserchen und Olivenbäumchen und heute ist mal ein bisschen bewölkt, aber es macht gar nichts, weil gestern war eine Hitze. Ja, und ich habe hier eine Mission. Ich treffe hier Mark Foster. Heute Abend wird hier Mark Foster auftreten. Ich bin alle schon ganz aufgeregt. Bevor das stattfindet, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich drehe nämlich wieder so einen Visual Vibe Video und dieses Follow Me Around. Und ich zeige euch mal wieder behind zu sehen, wie das alles so ausschaut. Zweiten Kaffee, wir warten, bis die Kinder rutschen aufmachen. Wir machen nämlich erst um 10.30 Uhr auf und dann machen wir da noch ein paar Szenen und dann muss ich mich auch schon mental auf mein Interview einstellen. Also wir haben ein kurzes Meet and Greet mit Mark Foster, der ja heute Abend hier spielt, und ich darf ein bisschen was fragen und meine zwei Gewinnerinnen vom Blog sind auch mit dabei und ich freue mich total, aber ich bin nicht wirklich aufgeregt, weil ich mir denke, es ist auch nur ein Mensch wie jeder andere auch, aber ich habe Angst, dass mein Gehirn kurzzeitig aus ist. Und ich meine Fragen vergessen von den Scheißlaber, weil es ja alles dann auf dem Video ist, das ich noch verwenden muss. Das ist so ein bisschen meine einzige Sorge. Aber letztes Jahr habe ich auch Revolverheld getroffen, das war auch alles easy. Also hoffe ich, dass es auch alles easy wird. Und ja, bis dahin versuche ich mich zu entspannen. Tief in den Bauch. Ist Aufnahme, okay? Ja. Salut, ich wollte euch noch mal kurz mein Regenoutfit für Rodos vorstellen. Ja, es ist so schade. Es war hier monatelang Sonnenschein und genau jetzt, heute, wo das Konzert im freien Himmel stattfinden soll, regnet es. Hoffentlich wird es nicht aufgesaugt. Ich jetzt mal wieder was essen. Ich habe immer so Hunger, wenn ich weiß, dass es immer was zu essen gibt. Voll geil. Das Meet and Greet ist vorbei. Die liebe Silke hat ein bisschen gefilmt und es kamen ein paar gute Sachen hoffentlich bei rum. Ja, das ist halt immer mega krass. Man muss sich immer voll danach richten, wenn der Soundcheck vorbei ist. Und dann kann man ganz kurz und dann hat man 5 Minuten Slots und dann muss man halt auch plötzlich alle Fragen parat haben. Und ich so, es geht los, was reichen jetzt? Als erstes, aber oh, dann ging es ganz gut. Wisst ihr was? Ich zeige jetzt einfach mal das ganze Interview. Geht's dir gut? Ja. Und dir? Mir geht's auch gut. Was gab's denn zum Mittagessen? Was gab's denn zum Mittagessen? Es gab Hühnchen mit Risotto, war sehr lecker. Ja. Cool. Und ganz viel Gemüse und so. Hast du schon mal in Griechenland gespielt? Nee, noch nie. Also ich habe einmal war ich auf Santorini, da ist ein ganz berühmtes Tonstudio, das Blackrock-Studio. Ja, ja. Da hat Sido meine Platte aufgenommen, bei der ich ganz. Weil ich bei ein paar Songs mitgeschrieben und mitgesungen habe. Deswegen war ich da mal eine Weile. Also war jetzt kein Konzert, aber wir haben zumindest Musik gemacht. Schön. Ja, du warst ja voll unterwegs für das eine Album. Auch Teneriffa habe ich gelesen. Ja. Und so. Also Musik schon sehr weit weg. Was war so das weiteste entfernte Konzert, das du mal gegeben hast? Konzert? Naja, ich spiele ja eher so im, tatsächlich im deutschsprachigen Raum, ne? Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwo geheime Fans auf einer Insel, die du mal beglückt hast mit einem Konzert. Ja, wir haben kürzlich vor ein paar Wochen in Südtirol gespielt, also oh, in Italien. Das hat mir, ich war erst in Meran und das hat mir jemand erzählt. Also ja. Die Ferienwohnungsbesitzerin hat mir erzählt, oh, der war erst bei uns in Südtirol. Ja, ja, das war toll. Hätte ich auch nicht gedacht, dass so viele Leute kommen in Italien. Ja, ne? Ja. Aber, ja, so deutschsprachig. Ja, genau. Ja, cool. Und so, was ist für dich Urlaub? Ist es eher Action oder Erholung? Also ich gehe gerne spazieren im Urlaub, ne? Also ich gehe gerne wandern und mach solche Sachen. Also Action? Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich Action, aber ich erhole mich besser, wenn ich irgendwie so, zumindest mal so ein bisschen aktiv bin, als wenn ich nur die ganze Zeit am Strand liege. Stimmt. Dann Uso oder griechischer Wein? Uso, seit gestern, weiß ich frei. Und was trinkst du so? Ich? Weißwein. Gerne. Griechischen auch. Und ja, jetzt kommt noch so eine Frage. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Es ist beides natürlich wunderschön. Wenn ich mich entscheiden muss, was ich ja zum Glück nicht muss, dann eher so ein Untergang.
weil nicht früh aufstehen. Genau. Danach ist die Nacht hat ja auch meistens was für dich. Ja. Und was wäre denn so dein absolutes Traumreiseziel, das du noch machen möchtest? Total viele. Also ich versuche immer irgendwo hinzufahren, wo ich noch nie war. Also ich war so ein riesengroßes Traumding. Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele. Also ich würde gerne mal nach Tokio. Das habe ich gehört, dass das ein ganz schöner Film sein soll. Ja. Katzencafé, 8 Euro halbe Stunde eine Katze streicheln. Ja, wirklich? Ja. Hast du gemacht? Ja. Und wie war's? Ja, das war Die Katzen haben das in sich da. Ganz anderes Feld. Nein, das ist für gestresste Manager, die da entspannen sollen. Ja, also da gibt es echt oder so Training mit Sumo-Ringer zu schauen. Also ja. Sumo-Ringer sind da ja so die Schönheitsideale. Ja. Auch mega interessant. Ja. Also ja, jetzt hätte ich ein paar Tipps. Ja, sehr gut. Ja, und so Australien, Neuseeland und so, da war ich auch noch nie, da würde ich auch gerne mal. Also es gibt noch ein bisschen was. Ja. Aber cool, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und uns viel Spaß heute Abend. Ja, das wünsche ich euch auch. Wird alles gut. Dankeschön. Gerne. Leute, es geht los. Wir sind beim Konzert. Nee, alles voll. Und alle tragen so witzige Müllsäcke, weil es wahrscheinlich gleich anfängt zu wissen, aber wir hoffen mal, dass es. Blauer Himmel, voll krass. Ich sag ja, das war wirklich nur ein Tag gestern. Aber egal, es war trotzdem ein sehr schönes Konzert. Ich habe ein bisschen gefilmt für euch und dann wurde es eigentlich ziemlich spät, weil ich muss heute wieder um 6:30 Uhr rausbringen. Habe ich mich gar nicht verabschiedet von euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, den alltäglichen Wahnsinn von mir mitzuerleben. Ja, bitte gebt mir noch einen Daumen hoch und abonniert mich. Dann verpasst ihr nämlich das nächste Video nicht. In diesem Sinne sage ich Adieu mit einem strahlenden Himmel.